Hallo, guten Morgen. Ich bin gerade in die Praxis gekommen und ich würde gerne heute mal über ein Thema sprechen, was oft angesprochen wird in meiner Praxis. Ich werde gefragt von den Patienten, ob es Zufall ist, dass Lippen so behandelt aussehen müssen oder warum das überhaupt passieren kann, weil es ja offensichtlich auffällt und die meisten eigentlich das nicht wünschen. Und ich denke, dass es kein Zufall ist, dass das so passiert und dass es so behandelt wird. Es gibt eben verschiedene ästhetische Ideale, einerseits auf der Behandlerseite, auch auf der Patientenseite. Und so wird es eben auch gewünscht, dass es so aussieht. Und es geht genauso auch in der anderen Möglichkeit, dass es eben nicht auffällt und trotzdem eine Lippenbehandlung stattgefunden hat. Die Angst davor, dass das so auffällt, führt dazu, dass viele Patienten gar nicht ihren Wunsch äußern, dass die Lippe behandelt werden soll. Sie haben einfach Angst, dass sie hinterher damit auffallen und belacht werden. Aber hier die gute Nachricht, es ist möglich und ich finde es total wichtig, darüber zu sprechen, weil eine Behandlung der Lippe genauso wichtig ist wie eine Behandlung der Tränenrinne oder von Falten, die störend sind. Und deswegen der Appell, traut euch Mädels, fragt nach so einer Behandlung. Es ist möglich, das total angenehm und natürlich zu halten, so dass man einfach nur leicht erfrischt aussieht. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag heute. Genießt noch ein bisschen das Spätsommerwetter. Natürlich mit Lichtschutz. Und vielleicht sehen wir uns demnächst bei mir in der Praxis. Tschüss!